Oh, Sonne. Natürlich. Ah, Sonne ist fantastisch. Vitamin D. Ich kriege nie die Zeit. Ich kriege nie die Zeit mit der Sonne. Ich bin nicht so ein Freund von Heat. Mit dem Wind ist gut. Ich kriege nicht auch Skien. Ich bin auch groß geworden mit dem Ski. So, ich kriege auch die Alpen. So, ich bin der Mensch von der Übergangsphase. Lente, Herbst, was sind meine Zeiten von dem Jahr? Was sind eigentlich die perfekte Periode? Norway wäre. Sonne und angenehm. Den Twente in Ende spielen mit 75 Minuten Untertal. Boah. Danach muss ich sagen, Kompliment an den Bluch. Das ist echt mollig gewesen. Man heute eigentlich kann ja noch winnen. Und dann sagt niemand, Eats, alle sagen, verdient. Aber ich weiß auch, dass Menschen alltäglich sagen, verdient vor die Bluch, die da auch lachstart. Aber vor den Menschen, die lachstarten, und der Ding hat halt sehr viel Räume in der Rüch, ist alltäglich makkeliger. Vertätigen ist dann makkeliger und dann kann der Counter platzen und dann habt sie Peter Oid. Mal die Bluch, die dann echt probiert, alltäglich Teen Mannen oder nächsten Mannen, Feldspieler zu spielen, die ist alltäglich mulig. Darum, ja, aber wir konnten nicht anders. Der Schiedsrichter hat gesagt, nach 15 Minuten kann man. Der erste Gedanke war so, vorbei. Also normal 75 Minuten, das ist mulig, da wird ja auch vertätigen. Ja, ihr könnt das, aber wir sind nicht das Beste, was wir bisher dort nie getan haben, ist sicher nicht der Lachstern. Und das wird es muss ich sagen, Kompliment an meinen Bluch. Kompliment, ihr habt so gut getan. Also das Alexi ist heel normal, der hele Saison, auch in der Phase sonder Success haben wir nicht das Gefühl gehabt, dass der Bluch nun Rüssi heft unter LK. Über Alltag abgelegt, dass wir keinen Rüssi kriegen, dass wir keinen Konflikt haben. Das ist sehr belangreich in dieser Phase. Man dann auch als der Success heft, muss ich auch dann abletten, dass nicht alle zu enthusiast sein. Da muss ich echt dann auch sagen, rüstig bleiben. So wie die Trainers haben die hele Saison diese Goal von Enthusiasme haben wir alltäglich rüstig gehalten. Sackerlige Level gehalten. Und da bleiben wir auch so durch. Rüstig bleiben, das ist für mich, ich bin in 4 Jahren hier, will keine Konklusion machen, wir sind noch nicht so fair. Aber das Belangreichste ist, dass in dem Club, vor allem von der Bestür und von Tim Grillissen und Rob Toussaint, in jeder Phase jederin rüstig war es. Das ist so belangreich. Ja. Natürlich habe ich auch gemerkt, dass in der letzten Phase von dieser Saison viel Unrüst um uns hin war. Aber sie haben alles gehauen, sie haben alles weggehauen von uns. Sie haben echt rüstig gewerkt mit uns. Und in den neuesten Momenten haben wir auch Impulse gekriegt, von vor allem Tim Grillissen. Und die Menschen um uns hin begreifen eigentlich nicht, was die Kraft von Herakles ist. Die Rüste bleiben, vor allem binnen. Der Club und das muss ich sagen, Kompliment. Ich habe so viel Erfahrung mit vielen Clubs gehabt, das ist echt das Belangreichste, dass ein Club rüstig bleibt. Ja, nicht für jezelf noch nach oben kijken auf der Ranglijst. Natürlich können wir in beide Richtungen kijken, aber ihr kennt mir untertussen, dass ich sage, theoretisch alles noch möglich. Ja, ich muss nicht mit rechnen, es ist alles möglich in beide Richtungen. Und darum kriegen wir Trainers und auch der Bluch, hoffe ich, wenn wir probieren hätten, alltäglich folgende Wettstreit. Und das ist Willem T. Ich muss allein die nippte Euslachen bekeken von Willem T. Toys. Der letzte Wettstreit war Vitesse E0 gewonnen, davor langsam AZ 2-2, davor Heerenveen 0-0 und davor Ajax 0-1. Und davor war es, glaube ich, Sparta 3-1 gewonnen. Das sind hell nippte Euslachen. Toys. In Euswettstreiten seien sie nicht so gut, kennen wir von uns auch. Aber Toys seien sie echt gut. Und da denke ich, das muss ich nicht über der Rangleiste sehen, muss ich allein die Qualität von den Gegenstandern akzeptieren, respektieren. Und dann muss man unsere Kraft in diese Wettstreit bringen, um 1 Punkt zu halten. Das ist ja der Dulste in der Alltag. Ich habe alltäglich gesagt, wir müssen den Berg kleiner tun, 1 Punkt in Euswettstreiten.
Und als Menschen kommen und sagen, ja, ihr habt 2 Punkte nach Boven, der Playoffs, und 7 Punkte nach Beneden. Ja, aber wir können auch 3 Kerl verlieren. Und dann denke ich, in Punktzahlen, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann haben wir die Eredivisie handhaft. Und dann können wir alltid noch sagen, Folgewettstreit, ja, wir haben ja die erste Phase von der Saison alltid mit Risiko gespielt, in Eutwettstreiten, alltid gesagt, wir wollen winnen. Und ich erinnere mich gut, wir haben nicht so viel gewonnen in Eutwettstreiten. Darum sind wir sagen, 1 Punkt, den haben wir sicher und den will man hauen. Das bedeutet nicht, dass wir lachst dann. Aber das bedeutet, das ist der kleine Berg. Und plötzlich haben wir 2 Eutwettstreiten gewonnen. Kek. Und in der Tat, so viele Spieler denken auch nü an die folgende Saison. Das bedeutet, wo bin ich folgendes Jahr? Ich bin noch nicht ganz, der neue Trainer kommt und so fort. Weil ich bin überzeugt, dass wir den Bluch auf den Punkt stärker kriegen. Allerweil, ich weiß, und haben wir auch wer in sogenannten Elftal, was Basisspieler weg mit Oahim, 2 Wettstreiten geschossen. Die Saison ist echt kurios, ne?